Moin Moin Leute, ich bin Lilikopus Brian oder Infodiadik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von The Legend of Zelda The Minish Cap, wie ich damals immer gesagt habe. Willkommen, willkommen zurück zu einem weiteren wundervollen Part von meinem allerersten Let's Play auf YouTube. Neu aufgenommen, neu aufgelegt, quasi die 2022 Version, wenn man so möchte. Und direkt am Anfang gibt's einen kleinen Shoutout erneut an den lieben Marv, denn ich habe ja am Ende des letzten Parts gesagt, dass es ein spezielles Item gibt, was man holen kann. Und das befindet sich hier drin, glaube ich. Ich komme aus einem fernen Land, das sieht man auch an meiner Kleidung. Und mit ihm Fragmente vereinen. Aber habe ich das Fragment? Natürlich habe ich das Fragment nicht. Das kann nicht wahr sein. Wow. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd auch. Moin übrigens. Die Schwertkampfschule von Meister Magnus im Süden der Stadt ist toll. Er bringt dir persönlich seine Schwerttechniken bei. Vielleicht sollte ich auch dorthin. Gut. Aber ich meine, wir müssen erst allerspätestens dahin, wenn wir, also bevor wir in den vierten Dungeon gehen, ist es, glaube ich. Dementsprechend halten wir jetzt unser Auge wach offen, ob wir denn eventuell so ein Fragment finden. Und ich weiß gar nicht, waren wir hier schon in dem Raum, der sich geöffnet hat? Weil hier hatte sich doch auch ein so ein Raum geöffnet. Ich weiß aber nicht mehr, ob der schon Canon war, dass man da auch reingehen musste. Oder man kann ja sowieso sich hier gerade mal so ein bisschen umgucken. Weil das fand ich bei Legend of Zelda halt schon immer schön. Man hat zwar seine groben Ziele, die man erreichen möchte. Dementsprechend, man möchte halt, weiß ich nicht, alle Sachen einsammeln. Man möchte alle Elemente haben, etc., etc., etc. Aber, ah, da kommen wir rein, okay. Eigentlich besteht ja sehr viel hier bei Zelda daraus, dass man sich halt auch einfach enorm viel umguckt. Weil das meiste, was man irgendwie finden kann, diese ganzen verschiedenen Items oder Fragmente in diesem Spiel, wie es hier halt ist. Das war die falsche Taste. Ja, danke sehr. Die findet man ja wirklich nur, wenn man auch unterwegs ist und diese Sachen suchen möchte. Weil man kann die Story auch durchspielen, ohne irgendwie alle Herzteile gefunden zu haben oder sowas. Hier geht es definitiv noch nicht weiter. Wir können hier vielleicht noch nach unten. So viel talking about a Herzteil. There it is. So schnell geht das auch schon. Da können wir nur schwimmen. Was wir übrigens derzeit auch noch nicht können. Kleiner Spoiler, wir werden bald schwimmen können. Ganz wilde Nummer. So, aber erstmal ist unser nächstes Ziel, wenn wir unserem Ziel jetzt nachgehen wollen, dass der Weg, der sich alle 100 Jahre öffnet, irgendwo in Schloss Hyrule schlummern soll. Und da wollen wir uns doch jetzt mal ein bisschen umschauen, ob wir diesen Weg denn finden. Weil, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, dass der mit Sicherheit wieder irgendwo Richtung Keller oder so ist. Weil das ist ja irgendwie meistens so. Meistens ist irgendwie ganz tief im Keller versteckt. Gibt es dann einen speziellen Weg, den es vorher nie gab, der sich jetzt nach 100 Jahren geöffnet hat. Aber wir schauen mal. Weil ich weiß es ehrlich gesagt auch selber gar nicht mehr ganz genau. Aber das hier war, glaube ich, sogar der Ort. Aber hier war auf jeden Fall Zelda, glaube ich. Ah, Thomas, ist das nicht das Tor zur heiligen Stätte? Offenbar können nur du und ich diesen Ort sehen. Los, hinein! So schnell finden wir schon die heilige Stätte. Als wüsste ich noch, wo es längs geht. Das gibt's ja gar nicht. Wow. Boah, guckt euch mal an, wie schick das aussieht hier an der Wand. Es erinnert mich so ein bisschen an, oh, die Musik. Erinnert mich so ein bisschen an Undertale, die Ruinen. Oh. Schön. Richtig schön. Das Symbol hier auf dem Boden habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Sieht ja fast aus, als wäre irgendwas gesechsteilt, also in sechs einzelne Teile zerlegt worden. Stimmt, anhand der Fragmente konnte man jetzt ja Trugbilder von sich erstellen. So lief das. Hm, dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Stimmt. So langsam kommen die Erinnerungen zurück. Man mag es kaum glauben. Denn ihr seht ja diese bunten RGB-Felder, wenn man so möchte. Und die werden wir jetzt bald benutzen können. Oh, das wird spannend. Denn wir haben ja schon zwei ganze Elemente erhaschen können.
die haben wir jetzt auf unser Schwert übertragen. Das bekommt auch glatt eine neue Farbe. Schick sieht's aus. Wird also immer gespeichert anhand des letzten Elements. Deswegen ist es jetzt gerade rot. Vorher war es nämlich lila. Das Schwert hat nun die Kraft des Erd- und des Flammenelements. Da gibt's auch glatt eine kleine Erklärung. So. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Steht da. Es geht wohl um diese leuchtenden Tafeln. Wenn du dort das Schwert lange genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Thomas, probier es aus. Na klar. Wupp, wupp. Und plötzlich haben wir einen Zwillingsbruder. Oh, dein Körper hat sich verdoppelt. Das ist die Kraft des weißen Schwertes. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervielfachen. Wow. Sehr nice. Und weil wir jetzt zwei Stück haben, können wir uns, glaube ich, einmal vervielfachen, genau. Mit drei Stück hätten wir dann zweimal noch eine Kopie. Und bei vieren können wir dann das hier alles ausschöpfen. Sehr cool. Und das öffnet uns natürlich jetzt auch neue Wege, denn an Orten, wo wir uns jetzt nur aufteilen mussten in zwei verschiedene Links, wenn man so möchte, können wir jetzt weitergehen, weil wir uns aufteilen können. Jetzt müsste man nur noch gucken, wo das war. Hihi. Da ist eine geschlossene Tür. So, als würde man da von der Tür aus hinaus reinkommen. Und wir wollen jetzt natürlich zum nächsten Element. Die Frage ist jetzt natürlich, welches ist das nächste Element? Weil, wenn wir einen Blick auf die Karte einmal werfen, sehen wir, dass es auf der rechten Seite ein Element gibt. Und unten links. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, welches Element als nächstes kommt. Ich meine, man wird es schnell sehen, wenn man an einem Punkt nicht weiterkommt. Oder es wird uns jetzt gleich sogar gesagt werden. Na sowas, welch unerhofft verhofftes Treffen. Wenn das nicht mein ach so ehrenwerter ehemaliger Meister ist. Kann es sein? Du, Fatih? Immer noch in dieser jämmerlichen Gestalt? Mein Fluch ist stark, was? Jedenfalls ist er immer noch wirksam. Keine Kraft wird dich von ihm befreien. Du scheinst dich nicht geändert zu haben. Doch die Mütze schuf ich nicht für deine niederträchtigen Machenschaften. Eine Mütze, die die Wünsche desjenigen erfüllt, der sie trägt. Wunderbar. Dank dir bin ich jetzt einzigartig auf der Welt. Der größte Hexenmeister überhaupt. Jetzt fehlt mir nur noch das Force. Das habe ich alles dir zu verdanken. Hier ist mein Geschenk an dich. Warte, so warte doch, Fatih. Oh boy. Oh boy. Den haben wir besiegt. Puh. Komm her. Die haben wir auch besiegt. Tja. Easy. Was führt Fatih nur diesmal wieder im Schilde? Thomas, es ist wohl an der Zeit, dir alles zu erzählen. Fatih und ich, wir sind beide vom Volk der Minish. Ich bin in Tiloria als Weiser bekannt und Fatih war mein Schüler. Der Bursche war schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Eines Tages nahm er die Mütze, die Wünsche erfüllen kann, an sich und setzte sie einfach auf. Guck mal, was für ein kleiner Knirps das war. Fatih, was machst du da? Fob. Ah, welch schwarze Seele du doch hast. Ich bin nun ein Hexenmeister. Meine Macht ist beispiellos. Was hast du nur vor? Alle 100 Jahre öffnet sich das Tor. Dieses Jahr ist es soweit. Ich werde das Force erlangen und vollkommen werden. Niemand kann mich aufhalten. Oh. Nein! Und daraufhin wurde der weise Ezzelo eine kleine, aber feine Mütze. Na, was sagst du dazu? Der Fluch des Hexenmeisters. Dagegen kann auch der ehrenwerte Ezzelo nichts ausrichten. Ich möchte mich nun verabschieden. So hat alles begonnen. Du kennst doch die Legende der Minish, nicht wahr? Die Minish übergaben einst den Menschen das Licht und das Schwert der Minish und das Force. Force ist grenzenlose Zauberkraft. Fatih darf sie nicht erlangen. Ich kam in die Welt der Menschen, um Fatih aufzuhalten. So trafen wir uns im Wald. Ich werde wohl mit dem Fluch leben müssen. Doch Prinzessin Zelda kann gerettet werden. Mit dem heiligen Schwert.
Es ist meine Schuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Deshalb werde ich dir helfen und alles tun, was in meiner Macht steht. Stumm! Ab auf Rübe. Gut, Thomas, genug gesprochen. Lass uns das nächste Element suchen. Ah, guck mal, er sagt aber tatsächlich nicht voraus, welches das nächste Element ist. Also das bleibt dann wirklich noch to explore for us. Ich finde es wirklich so schade, dass wir das Element mit dem einen Typen hier oben verbunden haben. Also das nicht das Element, das wäre ein bisschen krass. Das Fragment. Aus dem einfachen Grund, weil wir das gebraucht hätten bei dem links. Well, was ist das hier? Ist das eine Rubinentasche? Eine Geldbörse macht 80 Rubine. Ja, dann kaufen wir das mal. Große Geldbörse erhalten. Jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Einkauf. Ich erwarte dich. Ja, du möchtest mit Sicherheit viel kaufen. Also verkaufen. Nicht kaufen. Verkaufen. So. Jetzt frage ich mich allerdings, ob es uns schon irgend möglich ist, uns kleiner zu machen. Und die Antwort daraufhin ist ja. War das nicht sogar die Geschichte, dass wir hier an den Schuh kommen mussten? Oha! Guten Tag! Willkommen in Schlumps Schuhladen. In letzter Zeit werden Schuhe wie von selbst fertig, während ich schlafe. Ich bin schon ein Naturtalent, wenn ich sogar im Schlaf Schuhe machen kann. Ja, das ist wahr. Wir können uns hier auf jeden Fall verkleinern. Und das machen wir natürlich flugs. Denn ich meine, dass das ja auch ein wichtiger Ort war, wo wir uns verkleinern mussten. Denn wir bekommen hier sowas ähnliches wie so eine kleine Mini-Quest. Und müssen uns unsere Pegasus-Stiefel tatsächlich erarbeiten, wenn man so möchte. Wer hätte gedacht, dass selbst Werkzeugeportale sein können? Die Menschen sehen klein aus, aber sie haben viel Fantasie. Das auf jeden Fall. Die schreiben Fantasie sogar noch mit PH. Nein! Die stehen im Weg. Verdammt. Okay, hier geht's jetzt noch nicht weiter. Und wir werden leider auch hier aus dem Raum nicht herauskommen können. Verdammt. Ja, die können wir, glaube ich, auch noch nicht weglegen. Ich weiß nicht, ob es was nützt, wenn wir... Nee. Hätte mich auch gewundert, wenn wir damit die Schuhe irgendwie hätten weggehauen. Ich fürchte, hier ist noch geschlossen. Da kann man nichts machen. Das klingt so, als ob wir gejannickt wurden. Ich bin der flinke Briefträger und eile für dich durch die Stadt. Alright, gönn dir. Und ich habe Handwerker bei mir. Und die eilen hier nicht durch, sondern die sind einfach nur laut. So, jetzt können wir aber tatsächlich an einen Ort, wo ich schon öfter mal wollte. Ich hoffe, man hört das Bohren nicht zu laut. So. Wir gehen jetzt nämlich mal hier hinüber und wollen uns dann irgendwo groß machen, wenn das irgendwo noch möglich war. Aber ich glaube, hier ging das. Können hier auf jeden Fall eine Menge hin und her laufen. Hey! Kennst du den Geheimspruch, der zum Schatz führen soll? Über den reißenden Strom führt eine schmale Brücke. Dann vorbei an den großen Wesen neben einem wilden Wasserfall ist der geheime Eingang zu dem Ort, an dem der Schatz verborgen ist. Es soll ein Werkzeug sein, mit dem wir Minish riesige Dinge schieben können. Der Legende zufolge muss man von diesem Haus aus losgehen. Ah ja. Können wir das vielleicht sogar schon? Ich glaube, hier kann man auch rein. Guck mal, hier können wir uns groß machen. Große Klasse. Wir könnten hier auch sogar aufs Dach. Können wir mal schauen, was da auf uns wartet. Wird ja einen Grund haben. Hey! Der Handwerksmeister ist ziemlich ungehobelt, aber er ist ein feiner Kerl. Ich will Fragmente vereinen. Und das haben wir leider nicht. Tut mir leid. Oh Mann. Okay, hier können wir uns nämlich groß machen und können dann, glaube ich, an einen Ort, wo die Muscheln sehr interessant werden. Das war nämlich, glaube ich, hier. Ich bin besonders gut in Minitendo. In Minitendo, hä? Ja, genau diesen Ort habe ich gesucht. Ich sammle mysteriöse Muscheln. Man findet sie überall. Wenn du mir eine Muschel bringst, bekommst du dafür eine meiner Figuren. Du hast mir eine mysteriöse Muschel mitgebracht. Wenn du mir eine Muschel gibst, darfst du an der Figurenlotterie teilnehmen. Hast du Lust? Es gab hier Figuren, stimmt. Wie viele Muscheln möchtest du einsetzen? Je höher dein Einsatz, desto höher ist deine Chance auf eine Figur, die du noch nicht hast. Ja, wir können erstmal eine setzen, weil wir haben ja noch keine Figur. Dann zieh mal an dem Hebel dort.
Man konnte hier Figuren sammeln. Stimmt, das war voll das Gacha-Game hier. Die hohe Feenkönigin vom Tiloria-Wald. Von ihr erhält man die große Geldbörse. Ich habe mir gerade eine Geldbörse gekauft. Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch, ich lege die Figur, die du gewonnen hast, in das Regal links. Wenn du vor das Regal trittst, kannst du sie dir jederzeit ansehen. Das ist halt immer noch ein sehr, sehr cooles Prinzip, dass man hier halt so Sachen machen konnte. Also, dass man... Wir brauchen leider ein rotes Fragment. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir die roten Fragmente vielleicht sogar nur... Vielleicht nur an einem anderen Ort finden. Und zwar irgendwie nur in der Bergregion. So, wir sollen an den großen Tieren vorbei und an einen Wasserfall. Und der einzige Wasserfall, der mir einfallen würde, ist hier der Brunnen. Das ist, glaube ich, der genannte Wasserfall. Nun weiß ich allerdings nicht, wie man da oben hinkommen soll. Aber wir können uns ja erstmal als kleiner Link hier kurz unter so ein bisschen umschauen. Weil ein paar Wege gibt es hier sicherlich. Ich meine, hier oben ist alleine ein kleines süßes Küken. Dem können wir kurz Hallo sagen. Hallöchen. Ah, ein Minish, gar keine Angst, Würmchen. Ich pick nicht auf dir herum. Ich erzähl dir was. Irgendwo in Hyrule gibt es eine große Fee, die dir bei deinen Abenteuern hilft. Sie hilft aber nur den Aufrichtigen, also beantworte ihre Fragen ehrlich. Und mit ihm können wir auch Fragmente vereinen. Das haben wir sogar. Die beiden Fragmente passen perfekt. Ich find's schön, dass ihr jetzt gerade bohren müsst. Verdammte Axt. Oh. Das passt perfekt. Traumhaft. Oh, aufpassen auf die Katze. So, da konnten wir jetzt aber kurz lang. Ah! Fast überrannt worden. Gottes Namen. Stimmt, man konnte hier aufs Dach. Da können wir uns klein machen. Gibt es noch irgendwas... Oh Gott, nicht ertrinken! Gibt es noch irgendwas, was wir machen... Wir können hier hoch? Ist das vielleicht der Weg da links hin? Oh, das sieht sehr danach aus. Nein, sieht's nicht. Verdammt. Aber wir können mal gucken, was hier sonst noch so auf einen wartet. Hier gibt's einen kleinen Weg hier hinten rein. Zu einem Herzteil! Es lohnt sich ja doch, sich hier umzuschauen. Oh, wow. Herzteil erhalten. 4 Herzteile ergeben einen neuen Charakter. Wir haben einen neuen Charakter freigespielt. Freunde, wir spielen jetzt das Spiel durch mit... Genau, Mario. Wir sind Super Mario geworden. Ist das nicht toll? Ich find's absolute Klasse. Gut, hier gibt's dann auch nichts mehr zu holen. Außer eben das Herzteil, aber das war ja auch schon mehr als genug. Also ein Herzteil mal eben so zu bekommen, ist natürlich absolute Klasse. Was können wir hier tun? Hallöchen! Ich wurde angepupst. Yo, was geht denn bei euch? Das Brot von Krümel ist das Beste in ganz Hyrule. Wie irre! Manchmal stibitzen wir Brotreste. Das ist aber nicht die feine englische Art. Möchte ich mal kurz erwähnen. Und da links gibt's noch eine Truhe. Das riecht aber gut. Wir lieben Brot. Großen blauen Rubin. Wow. Da hat sich's jetzt aber richtig gelohnt, dass wir vorher, dass wir uns vorher den großen Geldbeutel geholt haben. Direkt zweimal getroffen worden, perfekt. Genauso wollen wir es haben. Okay, aber hier geht's erstmal, glaube ich, sonst nirgendwo mehr rein. Dann würde ich sagen, verwandeln wir uns hier erstmal einmal zurück. Fragmente verein. Ich meine, wenn wir es haben. Irgendwo werde ich es bereuen, dass ich das Fragment gleich nicht mehr habe. Das ist auch immer so ein bisschen die FOMO-Angst, die man bei den Fragmenten hat. Weil ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwo Fragmente einsetze und irgendwo anders wäre es schlauer gewesen, sie einzusetzen. Großes Problem. Großes Problem.
südliche Ebene von Hyrule. Alright. Und hier wollen wir uns erstmal wieder groß machen. Und wollen dann doch mal schauen, zu welchem Element wir jetzt tatsächlich als nächstes wirklich hindüsen müssen. Huch, und mit einem neuen T-Shirt sitze ich hier. Hallöchen, es soll weitergehen. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Mitten in der Folge zu sagen, wir sind stehen geblieben, sehr verrückt. Aber es gab einen kleinen Time-Travel, Freunde. Und haben ja eben gerade das Fragment vereint, um hier die südliche Ebene von Hyrule, das hier offen zu legen mit... Sounds a bit sussy. Haben wir ein bisschen Angst. Ich meine, man bekommt im Leben ja nichts geschenkt. So. Und immer gerade, wenn viele Rubine einfach so rumliegen, habe ich doch ein bisschen Sorge. Konnte man hier eigentlich auch schon die... Die Antwort ist ja. eine Sache, die ich noch machen wollte, ist, können wir schon eine neue Schriftrolle lernen? Komm wieder, wenn du schnell rennen kannst wie der Wind. Dafür brauchen wir nämlich die Pegasus-Stiefel. Das haben wir tatsächlich schon in dem Schuhgeschäft gesehen, haben allerdings noch nicht die Möglichkeit gefunden, dass die Schuhe, die dort liegen, weg sind. Die müssten wir irgendwo anders hinbringen. Können wir ihm vielleicht helfen, um die auszuliefern oder so? Ich bin schon ein Naturtalent, wenn ich sogar im Schlaf Schuhe machen kann. Ja, about that. Also, du bist nicht derjenige, der die Schuhe... Aber reden wir nicht. Das ist schon... Der soll das selber herausfinden. Der soll das ganz entspannt selber herausfinden. So, und jetzt ist die Frage so ein bisschen, wo es als nächstes lang geht. Ich würde natürlich immer noch gerne das Fragment oben mit demjenigen verbinden, was momentan leider ein bisschen problematisch ist. Was sagt die Dame hier eigentlich? Ah, Thomas, jetzt ist gerade Unterricht, da kommst du nicht rein. Toll. Oh nein, warum steht er denn hier draußen? Oh, ihr scheint ja richtig viel Spaß zu haben. Natürlich. Gerade wenn man Minish Cap spielt, hat man doch immer sehr viel Spaß. So, da können wir nicht lang. Wir können uns hier hoch katapultieren. Da kamen wir vorher noch nie entlang. Hier ist der Sela-Wasserfall. Ich bin mir aber ziemlich sicher, weil der Name lässt es ja schon fast vermuten, dass wir beim Wasserfall noch nicht weiterkommen, weil wir noch nicht die Schwimmflossen haben. Und ich glaube, die benötigt man vorher. Da geht's nämlich direkt rein. Aber ein Herzteil. Eine Mango. Ist auch okay. Ein Herzteil. Das nehmen wir mit. Da sage ich nicht nein. So, da kommen wir nur hier runter. Das bringt uns mal absolut gar nichts. Schade drum. Schnell dran vorbeigedüst. Hier ist die Lon-Lon-Farm. Wo der Vater immer noch nicht wieder aufgetaucht ist, der Arme. Er kommt einfach nicht zurück, Mann. Da haben wir nur Steine, die wir von der anderen Seite verschieben können. Hier ist der östliche Hügel mit einem kleinen Häuschen. Ohne eine Menschenseele. Aber nett sieht's trotzdem aus. Ich muss sowieso zugeben, ich finde diese ganzen Häuser, wie die hier eingerichtet sind, die sehen so nett aus. So richtig lieb einfach. Ich bin großer Fan. So, wir sollten das ganze Gras, glaube ich, immer bestenfalls mähen, weil Unkraut jäten ist gut und wichtig. Und man hat halt immer die Chance, dass ein Glücksfragment da droppt, wenn ich nicht falsch liege. Ich meine aber schon. So, hier können wir schon mal hoch. Und können in den Osten, in den Tiloria-Wald. Schau mal einer, guck. In eine Art Dun... Hallo? Okay, wen treffen wir denn hier? Ist das nicht die Fee, die uns den großen Geldbeutel geben soll? Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Ich brauche Rubine, viele, viele Rubine. Wirf bitte all deine Rubine in diesen Brunnen. Okay. Echt? Du weißt schon, dass du dann überhaupt keine Rubine mehr hast. Wirfst du all deine Rubine hinein? Ja. Du bist aber lieb, ich brauche gar keine Rubine. Weil du so freundlich bist, möchte ich dir bei deinen Abenteuern helfen. Die große Geldbörse erhalten. Jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Mögest du erfolgreich sein. An der Stelle, ganz wichtig, nicht zu Hause nachmachen. Wenn ihr irgendwo jemanden in der Stadt oder so trefft und er sagt, er möchte all euer Geld, gebt
ihm nicht all euer Geld. Das ist nicht wie die nette Fee hier, dass ihr dann wirklich irgendwie ein Item bekommt. Nee. Nee. Das wird nicht so funktionieren. Mm-mm. Das dann lieber doch nicht machen. So, hier bomben wir mal den Weg frei. Hier dürften wir ja eigentlich rechts im Teloria-Wald auch nicht weiterkommen, oder? Ich meine, da müssen wir eine Runde swimmen. Swimmen können wir nicht. Wir könnten höchstens wieder zu den Minish zurückkehren. Da sind Dornen, das müssen wir erst öffnen mit irgendeinem Glücksfragment. Ebenso hier die kleine Höhle. Genau, hier haben wir das erste Mal Ezzelo getroffen. Schöne Erinnerung. Und hier geht's noch nach links. Da können wir nur klein hin und da können wir auch nur hin, weil wenn wir klein sind, ist das kleine, wo wir jetzt drauf laufen können, schon problematisch als kleiner Minish-Zelda-Link. Da können wir dann auch wirklich nur lang, wenn wir schon schwimmen können. Gut, dann würde ich sagen, bewegen wir uns erst einmal weiter Richtung Süden und schauen mal, was sich da alles so verbirgt. Moin. Haben wir hier was? Oh. Beziehungsweise nicht nur in den Süden, sondern eher so in den Südwesten. Da waren wir auch noch nicht. Träger der heiligen Macht. Schon wieder einmal. Ich erschrecke mich jedes Mal. Stimmt, das haben wir, glaube ich, auch durch ein Glücksfragment eröffnet. 200 mysteriöse Muscheln. Nicht, dass ich die so übergeil fände, aber... Na? Was haben wir denn hier? Ist das einfach nur ein Baumstumpf? Also, interessant. Das hatten wir doch schon mal rausgeholt, ich erinnere mich. Einfach nur ein Baumstumpf. Well, I guess. Hier sind wir auch schon mal lang gedüst. Genau, und hier geht es jetzt Richtung Westen, wo man sich klein machen könnte, wenn man die Pegasus-Stiefel hat. Also immer wenn ihr so einen Baum seht, da kann man gegenfetzen und kann sich da dann bestenfalls ein Schrumpfungsportal eröffnen. Mysteriöse Muscheln. Sind natürlich auch schön, aber Fragmente fände ich schon ein bisschen cooler. Bin ich ehrlich. Das ist so wie wenn Verwandte einem so eine Schokolade schenken oder so Pralinen, die man eigentlich gar nicht mag, aber man muss sich so denken, oh, toll. Danke. Ja, ihr habt ja an mich gedacht. Da geht's noch nicht weiter. Vielleicht müssen wir dann wirklich von den Westen aus nach Süden laufen, wenn das denn möglich ist. Entschuldigung. Hier kann nur eine Person durch, Freundchen. Was sagt er eigentlich? Warum lässt er einen da nicht rein? Ich möchte ein Buch ausleihen, aber die Bücherei ist noch geschlossen. Ah, ich bin alt, ich kann warten. Na super. Da oben müssten wir als kleiner Zwerg hinein. Hier haben wir übrigens die Poststelle. Moin. Und zack, ein Brief hin, ein Brief her. Der sieht aus, als wäre er ein bisschen im Stress. Wir wollen ihn mal nicht weiter stören. Eigentlich ist jetzt ziemlich offensichtlich, dass es an dem Punkt weitergehen müsste, wo man... Ja, nur zu zweit wird nicht reichen, leider. Zu zweit wird reichen? Ich dachte, man muss... Warum hätte man hier zu viert sein müssen? Was ein Quatsch. Natürlich geht hier zu zweit weiter. Sehr schön, da haben wir doch schon unseren Weg gefunden, wo es weitergeht. Ein Glücksfragment. Kann man irgendwo seine ganzen Glücksfragmente einsehen? Weil wenn das jetzt das Rote ist, was wir mit dem anderen tauschen können, das wäre ja so ein Traum. Nee, der hatte ein eckiges Rotes. Schade. Schade. Ja, hier könnte man jetzt natürlich auch komplett ausflippen. Und könnte anfangen, alles abzumähen und zu gucken, ob man hier irgendwo ein Glücksfragment findet. Hier haben wir noch einen offenen Baum. Guten Tag, ich bin Poemon, Dichter von Hyrule. Du bist Thomas, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar, vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach, so nah und doch so fern. Weg ist ein halbes Segel, ach, ein ganzes hätte ich gern. Okay, der hätte gerne ein ganzes Siegel und irgendwo hat er das liegen lassen. Wahrscheinlich im Hotel? I don't really know, wo ein Hotel sein soll. Aber
Wenn er das so behauptet, wird hier wahrscheinlich irgendwo ein Hotel sein. Ich wollte gerade sagen, dass sie sieht sehr nach einem versteckten Weg aus. Feen! Da könnten wir uns jetzt eigentlich mal das erste Mal rum bemühen, dass wir thump, eine Fee einfangen. Das tut mir ja Loki immer so ein bisschen leid, ne? Das fand ich bei Pokémon auch damals immer so verrückt. Man hat diese armen kleinen Pokémänner einfach in so einen kleinen Ball gesperrt. Ich meine, es gibt richtig schöne Fanarts, die zeigen, dass der Ball in Wirklichkeit so ein, keine Ahnung, so ein wilder Ort ist, der sich viel größer aufbäumt, als eigentlich der kleine Ball ist. Und dass sie da ein richtiges Wohnzimmer quasi haben und so voll so eine entspannte Lounge. Aber, ja, ich hatte immer Angst, dass sie da voll eingesperrt sind, die Armen. Hatte ich immer so ein bisschen Sorge vor. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Eine böse Macht im Schloss? Oh oh. Nanu, wer bist du? Du bist Fatih. Wie bist du hierher gelangt? Warum auch laufen, ne? Ah, was tust du da? He's sucking him off. Es sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen. Ihr alle wisst von dem Force, das uns die Minish übertragen haben. Ja genau, grenzenlose Zauberkraft. Force, auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf und sucht das Force. Trödelt nicht lang rum. Los, sucht das Force. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seine letzten Winkel. Oh boy. Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen, der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Okay, also damit können wir jetzt auf jeden Fall sagen, dass das nächste Element, was wir benötigen, das Element ist, was sich hier befindet. Danke. Also was sich hier links neben uns befindet. Aber ich glaube, das wird noch gar nicht so simpel, da hinzukommen. Geheime Welt von Tabanta. Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Genau diese haben wir nämlich noch nicht. Und deswegen werden wir hier jetzt auch wahrscheinlich noch nicht wirklich weit kommen. Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber da hinten finden wir das Element. Steh nicht rum. Los, Thomas. Vorwärts. Weiter geht's. Ja, und hier... Puh, zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Und ich glaube, dass diese Cutscene und dass wir jetzt in der Geheimwelt von Tabanta angelangt sind. Hieß es Tabanta? Ich glaube. Lesen wir nochmal kurz nach. Von Tabanta. Dass wir hier angelangt sind, hat jetzt einen Trigger gesetzt für das Spiel. Dass das Spiel weiß, okay, wir sind an diesem Punkt angelangt in der Story. Dass sich eventuell der Schuhverkäufer jetzt eingeschlafen ist und wir dann jetzt die Pegasus-Stiefel uns besorgen können. Wir können uns hier auch noch mal einmal kurz umgucken. Hier können wir uns klein machen und ein kleines Dorf. Nett. Warum nicht? Die nehmen wir mit. Oh, dass wir jetzt schon die große Geldbörse haben, ist, glaube ich, so ein Benefit, weil ich muss jetzt gar keine Angst mehr haben, dass wir irgendwie zu viele Rubine finden. Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Du hast neben deinem Haus eine Bohne gepflanzt. Die hier? Wahrscheinlich. Ob man da einfach Wasser drauf kippen muss? Oder Gorgolwasser? Ich denke aber normales Wasser. Weil Gorgolwasser ist ja eigentlich nur wichtig gewesen für den Gorgolberg. Dann gehen wir erstmal zurück zum Schloss und schauen mal, ob wir jetzt irgendwie näher an die Pegasus-Stiefel herantreten können, weil das, glaube ich, unsere nächste Hauptquest wird. Wir müssen jetzt natürlich ein Auge haben auf die ganzen Wachen. Das Force soll etwas sein, das alle Wünsche erfüllt. Der König wird es bestimmt für den Frieden einsetzen. Stimmt, und wir können jetzt in das geöffnete Glücksfragment oben in Hyrule eigentlich. Tu! Jawoll! Genau das ist das, was ich wollte. Zip, zip. Moin!
Ah, bist du vielleicht Thomas, der Mensch für den Melter, das Schwert überarbeitet hat? Du bestreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Toll siehst du aus. Ich würde auch gern Abenteuer bestehen, aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen. Du brauchst Pegasus-Stiefel, das trifft sich gut. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht, als Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuh noch den letzten Schliff geben. Wenn Schlafmütze Schlumm erst einmal eingeschlafen ist, wacht er nicht mehr auf. Willst du ihn aufwecken, solltest du mal zum Laden der Hexe Sirup gehen. Ihr Laden ist auf der Karte markiert. Und dort ist unser nächstes Ziel. Denn da finden wir so einen kleinen Aufweckungstrank. Schlumm hat dringende Aufträge. Wir machen die Schuhe, also geh du doch zu Hexe Sirup. Ich habe es auf der Karte markiert. Jawohl. Guckt euch mal an, wie der hier sloopt. Och Gott, wie süß. Wie goldig. Okay. Dann machen wir uns erstmal groß. Gucken mal einmal, ob wir jetzt eventuell Glück haben, um in den geöffneten Eingang bei Schloss Hyrule zu kommen. Und machen uns dann natürlich auf den Weg zur Hexe Sirup. Dass die Hexe auch Sirup heißt, ist auch irgendwie so... Ach, schön. Namensgebung in Legend of Zelda. Immer wieder ein Genuss. Weil hier weiß ich zum Beispiel jetzt gar nicht, ob man hier zum Beispiel nicht gefunden werden darf. Zelda-Spiele machen das ja doch sehr häufig gerne so, dass man irgendwie sich in solchen Gebüschen hier verstecken muss, nicht gesehen werden darf. Da oben ist aber der Weg, wo wir rein wollen. Hier kann man sich nochmal klein machen. Dementsprechend wird hier... Das habe ich nicht erwartet. Gehen wir mal rein. Hallo? Herzteil? Was macht er denn hier? Ich bin Maximus, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Aber es ist viel zu dunkel hier, so können wir nicht trainieren. Okay, also hier brauchen wir die Lampe. Und dann können wir mit dem lieben Maximus trainieren. Da oben muss man klein werden und diesen Weg hier haben wir geöffnet. Für ein Herzteil. Das gibt's ja gar nicht. Wir holen die Herzteile, als wär's Wischts. Das ist ja der Wahnsinn. Kommen ja richtig gut voran hier. Ich muss zugeben, Herzteile und viele Herzen zu besitzen, ist halt immer ein übertriebener Benefit. Also wenn man sich wirklich mit The Legend of Zelda Spielen Zeit lässt und viele Herzteile findet, dann ist natürlich jeder Boss, den man bestreitet, immer lediglich einfacher, weil du halt viel mehr Möglichkeiten hast, Sachen auszuhalten. Und ich weiß, dass ich damals Minish Cap sehr schnell durchspielen wollte. Was haben wir hier? Und deswegen nicht viele Herzteile gesammelt habe. Es ist stets eine Freude. Ich habe verschiedene Sorten Tirup. Du kannst sie in Flaschen mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Okay, erstmal brauchen wir keinen Tirup. Klingt fast, als wäre es von der Hexe Sirup, nicht wahr? Also, schauen wir nochmal einmal auf die Karte. Denn es soll im nördlichen Teil sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir da am besten hinkommen. Weil ich glaube, über diesen Standard... Tingle ist jetzt hier! Deswegen war da der Baumstumpf. Tingle! Grüne Mütze, grünes Outfit. Bist du vielleicht eine Fee? Wie schön, wie schön. Ich will auch eine Fee werden. Ich habe ein Glücksfragment, du auch? Wollen wir Fragmente vereinen? Wir können mal schauen. Das habe ich leider nicht. Tut mir leid. Wenn ich ein Spiel, glaube ich, immer noch am verrücktesten und verstörendsten fand als Kind, ist... Eventuell kennt ihr das Tingle DS-Spiel. Das ist eins der wildesten Spiele, die ich je gespielt habe. Ganz, ganz verrücktes Game. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich sagen würde, dass ich das Game empfehlen kann. Da bin ich mir noch nicht mal so sicher, ob ich das sagen würde. Weil das war schon sehr crazy. Aber hier werden wir doch jetzt nicht rüberkommen. Weil hier müssten wir schwimmen können. Und da müssen wir sowieso nicht hin. Da ist die Hexe. Das heißt, man muss von oben links darauf zukommen. Was so viel bedeutet wie, wir müssen nicht von links hier hinkommen. Könnte auch sein, dass man das erst mit einem Glücksfragment... Nee, mit einem Glücksfragment öffnet man das nicht. Aber das sind auch keine Bombentore. Nee, ich denke, dass wir hier nicht hier von rechts reinkommen müssen, sondern irgendwie halt hier rüber. Oh, hier hat ja der Weg eigentlich nicht weitergeführt, ne? Kann man ja nicht runterspringen. Didim, didim, didim.
Oh, wer ist er denn jetzt hier unten? Plötzlich sind überall neue Leute. Ich bestelle jeden Tag das Feld und dabei habe ich ein Glücksfragment gefunden, Baby. Welches hast du denn? Hey, das habe ich, Caro. Die beiden Fragmente passen perfekt zusammen. Was geschieht nun? Der Goronenmann. Ich fühle mich so stark. Eisenerz, yeah! Ich weiß aber bei dem noch ganz genau, dass in der Höhle... Es ist offen, ich gehe gleich rein. In der Höhle gibt es nochmal irgendwie drei Dinger oder so, wo der durchschlagen muss. Passt perfekt. Rock, Rock, Rock'n'Roll. Willst du Fragmente vereinen? Das habe ich leider nicht. Boah, wieso willst du nicht? Sorry. Tut mir ja leid. Wenn es nach mir ging, ich möchte ja. Hallo? Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee, ne? Hey, der Papa ist da. Die Tür ist zu und der Schlüssel weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Fragmente fein? Das habe ich leider auch nicht. Der sieht immer noch ein bisschen aus wie Mario, finde ich. Aber gut, helfen wir erstmal ihm. Heute ist so ein bisschen auch Nebenquest-Tag. Schupp. Theoretisch müssten wir doch jetzt auch so die Tür öffnen können. Ja! Weg mit dir. Schlüssel zur Lon-Lon-Farm erhalten. Sehr schön. Den können wir natürlich nicht selbst einstecken, weil dann wüssten die, dass wir Hausfriedensbruch begangen haben. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen werden wir jetzt auf magische Art und Weise, was eigentlich noch weirder ist, denen sagen, hey, ich habe den Schlüssel zu eurem Haus. Oh, wahrhaftig, der Schlüssel. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal. Bitte sag uns deinen Namen. Thomas, ein guter Name. Wenn du zum Hylia-See willst, kannst du gern durch unser Haus gehen. Vielen Dank, Thomas. Komm bald wieder vorbei. Also können wir dieses Haus jetzt als Durchweg nutzen. Du hast uns vorhin sehr geholfen. Zum Hylia-See geht es am schnellsten über die hintere Pforte unserer Farm. Und man könnte bei der Kuh jetzt, glaube ich, sogar Milch bekommen? Ach, guck mal, hier geht's auch rein. Ui. Große Geldbörse erhalten wir. Unser Rubin platzt gleich. Gottes Willen. Das sieht sehr danach aus, als ob hier was versteckt wäre. Würde ich einfach mal so... Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Hier können wir auch schon durch. Großen Rubin. Ja, sehr nett. Und hier geht es dann hoch zu einem weiteren Tingel. Wenn eine Fee kommt, soll ich mit ihr Fragmente vereinen. Obwohl, das wird nicht Tingel sein, sondern Jingle, natürlich. Mit Jingle vereinen wir doch die Fragmente direkt. Da öffnet sich auch schon direkt vor dem Schloss Hyrule ein kleines Tor. Mein Bruder wird sich freuen, da bin ich mir sicher. Zu Recht wird er sich freuen. Okay. Hier geht's jetzt zum Hylia-See oder Laden von Hexensirup. Das kann doch nicht wahr sein. Muss man dann wirklich erst schwimmen können? Das ist ja mal ein Ding. Wer ist er denn? Wow, wow. Oh, wie süß ist denn der Hund? Oh Gott, ist der knuffig. Oh, ich bin ganz angetan. Was ein süßer Hund. Wen haben wir hier noch? Bist du Herr Fee? Du bist doch Herr Fee, oder? Tingle hat mir ein Fragment gegeben. Was hast du denn für ein Fragment? Das habe ich leider nicht. David Junior? Also wir hatten eben Tingle und Jingle und du heißt David Junior. Was ist bei deiner Benennung passiert? Warum hast du keinen Ingel im Namen, sondern bist David Junior? Interesting. Very interessante. Da können wir hochfliegen, hier können wir uns hochschießen, hier natürlich auch eine kleine Abkürzung freimachen. Das ist sowieso eigentlich immer das Wichtigste, diese ganzen Abkürzungen hier frei zu räumen. Wir können uns klein machen. Was wir, glaube ich, auch tun sollten, um darüber zu gehen.
Und ich weiß nicht, ob wir dann uns in... Ja, müssen wir mal gucken. Oh, schön. Nehmen wir mit. Rotes Glücksfragment. Eventuell das, was wir brauchen. Daumen gedrückt. Wie kann es denn sein? Es gibt drei verschiedene rote Glücksfragmente. Und ich habe genau die zwei gefunden, die ich nicht benötige. How could this happen to me? Tja. Da könnten wir hier rüberfliegen. Der Überflieger. Gehen aber erstmal hier in die nördliche Ebene. Wenn wir eh schon hier sind, können wir auch theoretisch hier gerade kurz rein, bevor wir dann nochmal in die Stadt gehen. Was haben wir denn hier? Es geht erstmal runter. Ein rotes Glücksfragment? Haben wir vielleicht diesmal Glück und es ist das Richtige? Wir finden zum zweiten Mal das, was wir nicht benötigen. Pain. Wie kann es denn sein, dass ich gerade so viele rote Glücksfragmente finde und die sind einfach falsch? Oh, mein Herz. That just hurts. So. Guck mal, weil sie hat jetzt nämlich ihre kleine Farm hier aufgemacht. Es hat sich jetzt nämlich in der Stadt ein paar kleine Dinge haben sich jetzt geändert. Hier werden wir vielleicht durch müssen. Ja. Da geht's dann... Wow, wow. Da müssen wir das Feuer ausmachen. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, wieder eine Idee, wie man da hinkommt, wo wir hinwollen. Weil wir wollen letztendlich dahin, hier in den Brunnen. Und ich meine, wenn ich mich nicht vollkommen täusche, dass dort die Schwimmflossen sind. Kann aber auch sein, dass das Cap ist und dass die Schwimmflossen irgendwo beim See sind. Ist ja öfter mal so, dass die irgendwie... Das ist immer so widersprüchlich, denkt man eigentlich. Man geht zum See, aber findet da dann die Schwimmflossen. Obwohl man denkt, dass man sie da halt schon bräuchte. Ja, hier war's jetzt super toll, wenn wir... wenn das hier gelöscht wäre. Aber als kleiner Pupser können wir hier nichts machen. Das heißt, der Hund ist letztendlich im Weg. Tut mir leid, Hund, aber ich muss dir das jetzt einfach mal so dreist ins Gesicht sagen. You're in the... Nee, ist er nicht. Wir können uns ja hier groß machen. Ist er doch gar nicht. Quatsch mit Soße. Die Frage ist... Ich glaube, ich muss leider meine Fee jetzt gleich wegschmeißen. Denn... Ja... Was heißt wegschmeißen? Ich schmeiß die Fee weg. Komm, geh da raus, Kollege. Wir brauchen ein bisschen Wasser in unserer Flasche. Denn... Was ist? Ich bin gerade unglaublich beschäftigt. Stör meine Forschung nicht. Jetzt ist ein ungünstiger Moment. Du blöde Pfeife. Och, Mensch. Okay. Das heißt, da werden wir leider nicht weiterkommen. Schade. Schade, schade, schade. Weil darüber kann man dann oben langlaufen und kommt dann halt auch in den Brunnen. Okay, dann wird es aber so sein, dass man im Brunnen schon die Schwimmflügel braucht. Wie soll man denn sonst zur Hexe kommen, ohne zu schwimmen? Die einzige Möglichkeit ist dann ja der Hylia-See. Dass wir uns dort weiter umschauen. Roll und roll und roll und roll. Und roll und roll und roll. Tschu, tschu, tschu. Oh, guck mal, die Kinder spielen schon gar nicht mehr. Haben keine Lust mehr gehabt. Ich hab keine Lust mehr. So, und hier können wir uns jetzt rüberschmeißen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hinfliegen will. Das Einzige, was halt Sinn ergeben würde, wäre hier rüber. Und das bringt uns dann hier oben drauf. Womit wir über den See können! Zur Hexe Sirup! Ja! Erfolgserlebnis, Erfolgserlebnis.
Da sind wir. Hallo, liebe Hexe Sirup. Wir sind on the way. Im Tiloria-Wald sind wir jetzt nämlich angelangt. Und können hier direkt zur Hexe. Hallöchen. Willkommen. Na, Appetit auf Großmütterchens blaues Elixier. Kaum getrunken, schon bist du fit. Nur zu, probier mal. Zum Mitnehmen der Flasche, aber das möchte ich ja gerade gar nicht, weil wir brauchen den Pilz. Den brauche ich. Ah, mein Kind, eine gute Wahl. Diesen Artikel gibt es nur jetzt. Damit wachst du auf der Stelle auf. Einmal riechen und du bist hellwach. Ein Weckpilz. Na klar. Bei dem Gestank wird man hellwach. Ja, das blaue Elixier nehmen wir erstmal nicht mit, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich das einfach wegschmeißen würde, wenn wir irgendwo Wasser brauchen zum Beispiel. Das möchte ich nur im Notfall einkaufen. Aber gut zu wissen, dass hier blaues Elixier auf einen wartet. Und wir könnten uns jetzt natürlich hier im Tiloria-Wald auch ein bisschen weiter umgucken. Zum Beispiel diese Truhe mit einem blauen Glücksfragment hat sich geöffnet. Und das Herzteil können wir mitnehmen, sodass jetzt tatsächlich unsere Herzzahl erhöht. Das waren schon 4. Kann bitte einer mal in den Kommentaren zusammenzählen, wie viele Herzteile wir heute gesammelt haben? Waren das 3 Stück, die wir gesammelt haben? Oder ganze 4? Das ist ja irre. Heute war ein richtiger Run. Muss man ja einfach mal so sagen, wie es ist. So, mit dem Weckpilz werden wir jetzt erstmal direkt zum Herrn Schlummer gehen. Um unsere Pegasus-Stiefel dann im Nachhinein abzuholen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Pilz dann jetzt gleich... Als meine würde ja nicht wirklich Sinn ergeben. Ich glaube, ich muss ihn so geben. Ja! Oha! Dieser Geruch, der durch und durch geht, der Duft des Weckpilzes. Hast du mich geweckt? Danke! Ich habe hier nämlich noch einiges zu tun. Nanu, was denn das? Es sind ja schon wieder neue Schuhe fertig. Ich habe nämlich die Angewohnheit, im Schlaf Schuhe herzustellen. Du bist hier, weil du unbedingt Schuhe von mir haben willst, oder? Ich schenke dir diese Schuhe, weil du mich geweckt hast. Einen Moment, sie sind noch nicht perfekt. Das wäre fertig, bitteschön. Schlumms exklusive Pegasus-Stiefel. So leicht, dass du rennst wie im Wind. Halte den Knopf gedrückt, um zu rennen wie der Wind. Ich muss schnellstens die Schuhe für Zelda fertigstellen, die der König bestellt hat. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Komm wieder, wenn du Probleme mit deinen Schuhen hast. So, und wie ging das Ganze jetzt nochmal? Die musste man tatsächlich auswählen, ne? Ja. Exactly. Oh, wir können aber jetzt auch eine neue Fähigkeit lernen. Moin. Diese Stiefel und du bist noch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Bist du willens? Na klar. So sei es, ich werde dich die Technik des Ausfalls lehren. Ziehe die Pegasus-Stiefel an, rüste dich mit dem Schwert aus, lauf los und halte den Knopf gedrückt. Das habe ich verstanden. Du bist ein aufgewecktes Kind. Es ist egal, auf welche Knöpfe du das Schwert und die Pegasus-Stiefel legst. Doch die Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lass dich die Technik ausführen. Weil das ist ziemlich cool. Jetzt haben wir nämlich das Schwert voran. Nun verspreche es selbst. Ich überreiche dir die Schriftrolle der Schwertkunst. Danke. Komm wieder, wenn du hoch und weit springen kannst. Zu wissen. Dann wissen wir jetzt schon, wann wir das nächste Mal vorbeischauen dürfen. Und wir wissen jetzt natürlich, dass wir jetzt jeden Weg, den es gab, wo man gegenrennen musste, um irgendwie ein Portal zu öffnen, die können wir jetzt alle uns aufmachen. Das ist halt schon ziemlich krass. Aber wir gehen jetzt mal straight up dahin, wo es weitergeht. Nämlich in der geheimen Welt von Tabanta. Dort können wir jetzt nämlich wie der Wind einfach hinüberlaufen. Ach stimmt, die haben immer 2 Schläge ausgehalten. Oh Gott, ich erinnere mich hier dran. Das war auch so ein bisschen rätselhaft hier alles aufgebaut. Oh weia. Oh, hier geht's rein. Ah. Oh, ein Wächter, der den Schatz beschützt. Sei vorsichtig. Okay, jetzt wählen wir erstmal den hier aus. Ein sehr einfacher Gegner, wenn man sein Schwert benutzen kann.
ein goldenes Glücksfragment. Und wisst ihr, was am goldenen Glücksfragment besonders ist? Es gibt gerade mal 9 goldene Glücksfragmente in ganz Minish Cap. Ihr seht also, die sind sehr, sehr besonders. Und müssen auch immer nur an sehr besonderen Orten eingesetzt werden. Ich weiß gar nicht, wo wir hier jetzt das erste einsetzen müssen. Aber es wird nicht allzu fern sein, wenn wir das hier direkt am Anfang bekommen. Denn damit werden, glaube ich, immer Story-erfüllende Ereignisse umgebaut. Also wenn man irgendwo das goldene Glücksfragment einsetzt, dann kann man sich sehr sicher sein, dass das ein Fragment ist, was man einsetzen muss, um voranzuschreiten. Okay, hier können wir nicht entlang. Hier ist Water. Sieht jetzt ja gerade noch nicht so gut aus. Da können wir auch nicht längs. Oh. Upsala. Klein machen können wir uns hier auch noch nirgends. Sonst könnten wir die Ranke da entlang. Weil die Ranke ist doch nur für Kleine, oder? Ich möchte nicht darüber reden. Okay. Die wäre auch einfach viel zu groß gewesen für den kleinen Link. Was habe ich mir dabei gedacht, dass das nur für Kleine ist? Am I stupid? Baby. Aber das ist okay. Oh, ihr könnt der Statue schon direkt ansehen, welches Item wir als nächstes gebrauchen. Ich glaube, von ihm bekommen wir sogar schon das, was wir für das Item benötigen, richtig? Ich würde dir ja Pfeile verkaufen, aber du hast keinen Bogen. Da habt ihr jetzt schon den kleinen Spoiler bekommen. Wir bekommen als nächstes Item den Bogen. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ein bisschen... Oh. Whoop. Whoop. Sehr gut. Da werden wir noch nicht lang können. Doch, hier werden wir lang können. Zup, 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 zup. Hier muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil hier sind meistens so fliegende, blöde Bremsen. Wie man es auch im Real Life gewohnt ist, wenn man irgendwie in einem Pool sitzt. Kommen immer so kleine Bremsfliegen angeflogen. Ganz eklig. Arschlaut und nerven. Bremsen auch einfach ganz schlimme Tiere. So, hier fluppen wir rein. Oh Gott! Oh Gott! Boop! Boop! Ah, Angst, Angst, Panik, Panik, Panik! Ah. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Und damit erhalten wir den Bogen. Man musste tatsächlich ganz schön wenig machen dafür, dass man da den Bogen erhält, was ja übertrieben krass ist, meiner Meinung nach. So, natürlich wollen wir, wenn irgend möglich, sehr schnell... Das gab es nämlich auch mit Sicherheit. Wenn es eine größere Bombentasche gibt, dann wird es ja auch mit Sicherheit einen größeren Köcher geben. Weil ich hätte sehr gerne natürlich immer so viele Pfeile wie irgend möglich. Weil gerade Pfeil und Bogen benötigt man ja irgendwie immer. Zoop. Hier wieder raus. Jetzt muss man wieder eine Runde fliegen. Fliegen. Wahrscheinlich fliegen, oder? Ich meine, wir gleiten quasi hier hinüber. Ist fast wie fliegen. Fupp. Und besiegt. Schon ist er weg. So, die Frage ist, wenn wir jetzt hier schon so einen Flugding kriegen, dann wird es sehr sicher sein, damit wir über Wasser hinwegkommen, weil wir halt noch keine Flossen haben. Keine Flossen an der Füße. Hier kann man überall als kleiner Link auch rein. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo? Noch ein Herzteil. Das hört gar nicht mehr auf heute. Moin! Ich bin Magnus der Erste, der größte Meister der Schwertkunst aller Zeiten. Das Training bei mir ist unvergleichlich, ein besseres gibt es nicht. Nanu, es ist noch ein wenig zu früh für dich, bei mir zu trainieren. Komm wieder, wenn du alle 7 Schriftrollen der Schwertkunst hast. Alle 7? Damn. Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das wird irgendwann bald der Fall sein. Ja, mir geht's nicht lang.
Was ist das für ein riesiger Stein? Ja, der ist ein bisschen im Weg, finde ich. Privatmeinung an der Stelle. Hier könnten wir hinfliegen, wenn wir denn können. Dauert nicht mehr lang. Irgendwann haben wir das auch. Zip. Hier können wir glücklicherweise auch nach oben. Indem wir dem einfach mal wieder einen Pfeil zwischen die Augen hämmern. Sehr schön. Und können jetzt hier oben langlaufen. Und wieder mal fliegen. Wichtige Frage, wo wollen wir hin? Ich denke hier nach links, damit wir den Weg öffnen. Zoop. Und hier finden wir noch ein goldenes Glücksfragment. Es gibt gerade mal 9. Wir haben jetzt schon 2. Ein höchst merkwürdige Steinstatue. Dieses Auge ist irgendwie unheimlich. Hat er gerade Bezug genommen auf die Steinstatue, die ich schon besiegt habe? Also, die ist höchst merkwürdig, das stimmt wohl. Aber, ja, gut. Nun gut, ich würde sagen, wir werden uns dann erstmal hier einen kleinen Schlafplatz hinlegen. Hier kurz campen in Tabanta und werden beim nächsten Mal uns dann auf den Weg machen in den vermeintlich dritten Dungeon. Also, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part am Montag von The Legend of Zelda Minish Cap wieder. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü. Brrr.